Boah, Leute, ich alter Sabbelkopf bin so blöd, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh Mann, ich habe gerade eben ein riesenlanges, total vollgesabbeltes Intro für euch aufgenommen, wo ich ganz stolz war, dass das so im Flow dahingegangen ist. Und im Nachgang habe ich dann festgestellt, das, weil ich mit dem Feldmonitor oben so ein bisschen rumexperimentiert habe und habe den mal andersrum montiert. Und jetzt habe ich im Nachgang erst festgestellt, dass das Mikrofon in die falsche Richtung geleuchtet hat und der ganze Ton versaut ist. Ah, hilft nichts, fangen wir nochmal an. Okay, was habe ich euch erzählt? Also, ich hatte erzählt, dass ich total positiv überrascht bin über das Feedback auf das Video zum Vlogger-Treffen. Das war ja eigentlich so ein kleiner Motovlog-Schreckstrich, hey, ich zeige euch die Location und gebe das erste Mal öffentlich das Datum bekannt. Aber es war jetzt schon cool, zwei Leute aus der Chiemsee-Gegend, die auch YouTube-Videos machen, haben sich schon gemeldet, die wollen auch kommen. Von denen habe ich vorher noch nie was gehört. Gibt also neue Gesichter zu sehen, ist schon mal cool. Dann, wenn ich es richtig gesehen habe, haben alle Zeit gefunden, die auf den letzten Vlogger-Treffen mit dabei waren, dass sie wiederkommen. Außer beim Simon, da bin ich mir nicht sicher. Und von denen, die auf die letzten Treffen auch schon kommen wollten, wie zum Beispiel der liebe Tonton, der hat sich auch das Wochenende freinehmen können und wird auch mit am Start sein. Dem war es, glaube ich, vor allem von der Strecke her immer so ein bisschen zu weit nach Frankfurt und Koblenz. Diesmal Chiemsee hat er gesagt, das kriegt er hin. So, das war die eine Sache. Dann, ich switch jetzt mal die Kameraperspektive rüber und dann könnt ihr eh schon sehen, was als nächstes kommt. Ich war in München mit meiner Frau auf einem Fußballspiel der Bayern München Damen. Und zwar war das Champions League Halbfinale der Damen. Ich gehe ja normalerweise nicht auf Fußballspiele, bin auch nicht so sonderlich der Fußballfan. Das wissen vielleicht der ein oder andere von euch. Aber meine Frau ist totaler Fan und umso mehr hat es mich gefreut, dass ich sie da habe begleiten können zu den Damen. Denn die schaut sich sehr gerne auch immer die Damenmannschaften an, also die deutsche National und die Bayern München Damen. Leider war bei diesem Hinspiel, also da gibt es scheinbar auch nochmal ein Rückspiel zu, in Barcelona dann. Leider haben wir das Hinspiel verloren, bei uns zu Hause. Mit 0:1 hilft halt jetzt nun mal nicht. Da müssen sich die Damen dann in Barcelona ein bisschen ranhalten. Dann ist mir die Tastatur verreckt. Es war ungut, also als Programmierer will man eine Tastatur haben. Ich habe Ersatztastaturen natürlich da, das sind allerdings Windows-Tastaturen. Und als Programmierer brauche ich ganz oft Sonderzeichen und die waren überall, nur nicht da, wo sie auf der Tastatur dann stand. Jetzt habe ich gestern schnell Ersatz bestellt auf Amazon und der ist heute geliefert worden. Ich zeige euch die Tastatur hier mal ganz schnell. Mit Hintergrundbeleuchtung, allen drum und dran. Finde ich echt super und ist keine Original-Apple. Bis jetzt hatte ich immer Original-Apple-Tastaturen. Aber von den neuen Apple-Tastaturen habe ich ein bisschen Abstand genommen, weil was mir an denen nicht gefällt ist, die haben jetzt alle diese Schmetterlingstasten, also die mit fast keinem Hub, wo jeder Brösel dafür sorgt, dass die Tastatur nicht mehr funktioniert. Da hatte ich keinen Bock drauf und ja, Glück gehabt. Gibt für wenig Geld hintergrundbeleuchtete USB-Tastaturen im Mac-Layout. Habe sie heute auch ausprobiert, hat wunderbar funktioniert. So, und dann gibt es noch zwei Sachen übrig, die ich noch schnell erzählen wollte in diesem Vlog. Beziehungsweise mit dem zweiten Punkt gehen wir dann auch nach draußen. Die eine Sache ist, mich hat ein chinesischer Hersteller kontaktiert. Er hat da ein Produkt, ob er mir das nicht zusenden kann oder ich das nicht reviewen will, weil er hat von mir YouTube-Videos gesehen und hat gedacht, ich wäre da der passende Test dafür. So, bei sowas freut man sich ja schon bei der Anrede und beim Betreff der E-Mail. Und dann habe ich weitergelesen und dann ist so ein ganz klein bisschen eine Enttäuschung hochgekommen, weil es geht nicht etwa um, hey, willst du mein Smartphone testen oder wir haben eine tolle IDE oder irgendwas für Programmierer oder Kamerazubehör oder weiß der Geier was. Nein, es ging um was ganz anderes, wo ich natürlich gut geeignet bin zum Testen. Aber das wäre halt nichts gewesen, was ich mir mal auf die Schnelle ausgesucht hätte, wenn einer sagt, hey, such dir ein Produkt aus und teste, mach mal ein Review für uns. Das ist nicht unbedingt die Produktgruppe gewesen, die ich ausgewählt hätte. Vis-à-vis, ich verrate noch nicht, was es ist. Ich warte darauf, dass das Produkt da ist und mache dann das Video. Aber ihr könnt ja hier unten in den Kommentaren einfach mal reinschreiben, was ihr denn glaubt, was das für ein Produkt sein könnte. Ja, und dann habe ich mir noch eine kleine Spielerei gekauft für die Motovlogs. In der letzten Zeit bin ich ja doch immer öfters beim Vloggen auf dem Motorrad gesessen. Und es kam zwar positive Resonanz von euch, allerdings muss ich gestehen, bin ich selber nicht so sonderlich zufrieden mit der Qualität, die ich da abliefere. Zum einen, weil der Ton noch nicht ganz da ist, wo ich ihn gerne hätte, aber er ist passabel. Also man kann mich verstehen, finde ich, es geht schon, aber mir sind die Vlogs zu langweilig. Und das liegt unter anderem daran, dass diese permanente Kamera nach vorne, dieser eine Blickwinkel, der finde ich ist ein bisschen zu langweilig. Und einen zweiten Blickwinkel mit reinbekommen ist ein bisschen schwer.
Zum einen, weil ich nur eine GoPro habe. Ich habe noch ein paar andere Actioncams, aber mit diesen unterschiedlichen Kameras dann zwei Winkel zusammenschneiden, das artet im Nachgang echt in Arbeit aus. Und wenn es so aufwendig ist, dann habe ich da relativ schnell keinen Bock, dass ich das weiterhin mache. Und habe aber gesehen, dass man mit dieser kleinen Fernbedienung, die ich euch mal gezeigt habe, mit der man die GoPro fern auslösen kann, die kann man tatsächlich mit mehreren GoPros gleichzeitig pairen und verwenden. Das heißt, ich drücke einen Aufnahmeknopf und alle Kameras fangen an aufzuzeichnen. Und wenn ich wieder drücke, hören alle wieder auf. Wenn ich also Material von mehreren Kameras habe, die zeitlich gesehen immer übereinander liegen, dann hat Final Cut eine wunderbare Funktion, um diese Videos automatisch synchronisiert zu importieren. Und dann kann man so per Tastendruck 1, 2, 3... Kamera 1, 2 oder 3 beim Ansehen live schneiden. Ich mache mich jetzt auf, zwänge mich in die Moped-Klamotten und dann geht's auf zum Testen der beiden Kameras. Los geht's. Dann schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Okay, also ihr seht hier der Zuwachs, die Session, das ist die Fernbedienung. Er hat angeblich zwei Cams gefunden. Dann schauen wir mal, ob das so klappt, wie der Johannes sich das erhofft. Falls euch wundert, ich habe jetzt ganz frech keine Motorradjacke angezogen, was dran liegt, dass mir heute eh ein bisschen zu warm ist und ich nicht plan. Und ich nicht plane, dass ich da jetzt modsmäßig weit durch die Gegend fahre, sondern mir geht es eigentlich nur darum, dass ich ein kleines bisschen Material mit euch zusammen aufnehme. Für mich, um zu schauen, wie es mit... mein Auto, abgewartet. Für mich zu schauen, ob es vom Material und vom Schnitt her einigermaßen leicht zu bewerkstelligen ist, der Schnitt. Und für euch zu gucken und zu kommentieren, ob ihr zufrieden seid damit, also ob ihr damit leben könnt, ob ihr euch das besser findet oder ob ihr das affig findet, dass die ganze Zeit die Kamera wechselt. Das heißt, die ganze Zeit halt öfters mal die Kamera wechselt. Und ja, da fahren wir jetzt keine allzu große Strecke. Ja, und da habe ich mir gedacht, dann kann ich auch mal schnell die Jacke auslassen. Ja, dafür extra gut aufpassen. Also das Mikrofon muss nach wie vor über den USB-C-Adapter an die Hero 5 angeschlossen werden. Wäre natürlich auch cool gewesen, wenn ich das einfach hier mit der Session mit abgestimmen kann am Lenkrad. Aber das ist eins der Features, die halt eben nicht mitgeliefert werden. Gut, was soll man machen? Und was ich dann auch festgestellt habe, wo ich jetzt nichts Negatives zu gelesen hätte im Netz, auch nicht bei den Moto-Vlogs, die ich so geguckt habe, die eine Vierer-Session verwenden. Aber die Kamera hat keine Stabilisierung. Jetzt bin ich mir bei meinem Motorrad nicht sonderlich sicher, ob das nicht ein massiver Nachteil wird. Aber der Einzylinder halt schon ordentlich rüttelt und schüttelt. Aber ich meine, dafür machen wir ja solche Testvideos, oder? Versuch macht klug. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich bei dem Wetter irgendwie beschweren möchte. Fahre ich ja gern so ein bisschen durch die Innenstadt. Die habe ich euch übrigens noch gar nicht mitgenommen, glaube ich. Wir fahren gerade direkt in die City rein, und zwar in der Stadt Walkreiburg. Ich hatte es in den Vlogaufnahmen zwar erwähnt, ich glaube, das war sogar der Vlog vorgestern, wo ich mit Michaela am Chiemsee war. Da habe ich auf dem Heimweg so ein bisschen philosophiert über Walkreiburg, dass Walkreiburg keine Stadt ist, die jetzt eine jahrhundertlange Historie hat, sondern die wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mal eben aus dem Boden gestampft, aus Wohnungsnot heraus. Und an der einen oder anderen Stelle sieht man das auch und man merkt es auch an den Leuten. Also so den typisch einheimischen Walkreiburger, den gibt es halt wirklich einfach auch gar nicht.
Aber das war jetzt orange, aber es war noch orange. Ja, entsprechend, egal ob in der Innenstadt oder ja außenrum die Wohngebiete, die ältesten Häuschen sind halt nicht recht viel älter als aus der Nachkriegszeit. Ja gut, die eben haben wir noch geschafft, dafür stehen wir jetzt bei Rot da. Okay, vom Thema abgekommen. Also wie eben schon gesagt, dass diese Stadt erst sehr spät gegründet wurde, merkt man wie gesagt am Alter der Häuser. Es ist jetzt nicht so, dass das alles brandneue, moderne Bauten sind. Aber es fällt halt auf, dass es in der ganzen Stadt irgendwie nichts gibt, was sonderlich alt wäre. So, hier ist gerade ein schöner kleiner Parkplatz. Ich kann mit dem Setup hier jetzt nämlich auch eine andere schöne Kleinigkeit machen. Und zwar, ich habe noch so einen weiteren GoPro-Mount hinten an der Schwinge. Und ich habe jetzt natürlich nicht unendlich viele GoPros da, aber ich habe zumindest diese Halterung unten. Das heißt, ich kann die zweite GoPro, diese kleine Session, die kann ich jetzt mal eben schnell unten an der Schwinge anstecken. So. So, das ist nämlich der am Lenker. Und dann steckt man das kleine Ding mal hier ein. Ja, und jetzt hoffe ich einfach mal ganz massiv, dass die Cam da auch hält und nicht flöten geht. Bin mal gespannt, wie sich der Blickwinkel da hinten macht. Dann die Verfolger-Cam. Also ich glaube, bei 160 bis 180 auf der Autobahn würde ich die Kamera da unten wegen dem Wind, der sich dann an der Kamera fängt, wahrscheinlich nicht anbringen. Da ist mir hier oben schon lieber, weil der Mount hier ist halt wirklich fest mit dem Spiegel verbunden. Und der hinten an der Schwinge, das hat auch nur so ein M3-Klebepad. Ich habe zwar schön brav vorher mit Alkohol gereinigt, also Spiritus ist ja glaube ich nichts anderes als vergälter Alkohol. Aber so hundertprozentig glaube ich, so hundertprozentig traue ich diesen Klebestreifen mal doch nicht. Oh, ein Niva in Camouflage. Kennt ihr den Lada Niva? Also dieser Geländewagen, der da gerade rechts stand. Ist nur altes Ding. Die Teile sind rumgefahren. Da war ich noch ein Jugendlicher mit 12 Jahren. Da waren die schon ein alter Hut und es gibt sie jetzt immer noch. Aber es gibt nicht nur die alten, sondern die werden tatsächlich jetzt auch noch als Neuwagen verkauft. Also die werden immer noch gebaut. Ich weiß zwar nicht wo. Ah, da biegen wir mal links ab. Ich weiß zwar nicht, wo die gebaut werden, aber wie gesagt, man kann die beim Ladehändler tatsächlich immer noch neu erstehen als Neuwagen. Ganz spontan kommt mir übrigens gerade noch eine weitere Idee. Und zwar das Mikrofon, mit dem ich meine Stimme aufnehme, ist ja im Helm. Der tolle Vorteil daran, dass die Stimme ein bisschen klarer ist, aber der Sound vom Motor geht ein bisschen verloren. Vielleicht, nur vielleicht, ist ja der Sound von der Session für die Außenrumgeräusche und die Motorgeräusche eine coole Sache. Das wäre natürlich jetzt geil, wenn die Session nicht nur Wind aufzeichnen würde, sondern auch so ein bisschen das Motorgeräusch ein bisschen feiner. Dann könnte ich nämlich bei der Nachbearbeitung den Kompressor und den Rauschfilter ein bisschen höher drehen von der Euro 5, so dass man die Stimme besser hört, und die restlichen Sounds hole ich mir dann über die Soundspur von der Session wieder zurück.
Weiß nicht, ob ihr die Session schon mal angeguckt habt. Also, so wie es aussieht, ist da das Mikrofon vorne oben links im Eck. Das heißt, ist jetzt nicht direkt in den Wind gerichtet. Vielleicht habe ich Glück. Ansonsten mal schauen, ob es da so einen kleinen Puschel für gibt. Ich habe gesehen, sogar für den Osmo gibt es für das Mikrofon so eine kleine Deadcat, so eine Mini-Deadcat für die Mikrofone zum Aufkleben. Allerdings habe ich keinen europäischen Händler gefunden, der es mir verkaufen würde, sondern bloß welche in Amerika. Da ist dann der Versand wieder ewig und auch nicht so billig, wie er sein sollte für so eine Mini-Deadcat. Aber mal schauen, vielleicht klappt es ja auch so einigermaßen cool. Oder ich nehme eine alte Deadcat von zu Hause und schaue mal, wie man da selber was draus basteln kann. So, tut mir leid, ich weiß, der Ton ist immer recht brummelig, wenn ich das Visier zumache. Entschuldigung. Aber mir pfeift es hier gerade ganz schön ins Gesicht auf dem Rückweg. Ist auch der Wahnsinn. Schaust du einmal nicht hin, zack, alles voller Raps. Da fällt mir jetzt heute das erste Mal auf und ist schon gelb am Blühen. Ich bin ein großer Freund von Rapsfeldern. Jetzt nicht, weil ich aus irgendwelchen Gründen den Raps gegenüber anderen Pflanzen bevorzugen würde, sondern einzig und allein deswegen, weil es kein Mais ist. Und spätestens, wenn der Mais jetzt dann in die Höhe schießt, dann kann man halt wochenlang wieder nicht um die Kurven sehen, ob Gegenverkehr kommt oder nicht. Und es wird hier in der Gegend unheimlich viel Mais angebaut. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich glaube mich zu erinnern, dass mir mal jemand gesagt hat, dass der Mais, der bei uns angebaut wird, allerdings kein Mais, der für den Verzehr geeignet ist, für uns Menschen, sondern rein als Tierfutter. Und ein anderer hat mir gesagt, dass auch ganz viel Mais angebaut wird, gar nicht um ihn zu verfüttern, sondern rein als Material für die Biogasanlagen. Wir haben ja sehr viele Biogasbauern hier in der Gegend. Und die nutzen wohl relativ viel Mais als Brennstoff oder als Grundlage zum Vergasen. Sudelö, wieder daheim. Also rein von der Fernbedienung her hat es extrem gut geklappt. Jetzt wäre es natürlich auch noch toll, wenn das Videoergebnis was wird. Ich mache die Kamera jetzt aus, gehe rauf, fange an zu schneiden und ja, einen Aufruf zwecks Kommentare habe ich schon gemacht. Hier noch ein zweiter. Schreibt mir doch mal, was ihr von dem Setup jetzt so haltet und was ihr für einen Eindruck von der Stimme habt, also dem Mikrofon im Helm. Ob ich da noch was ändern soll oder ob ihr auch findet, dass das okay ist. Wie gesagt, ich kann so halbwegs damit leben. Ich weiß nur ganz ehrlich momentan noch nicht, was ich tun könnte, um während der Fahrt den Ton noch besser zu bekommen, jenseits von einen 400-Euro-Helm kaufen. Mal gucken.